Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch die besten Texture Packs für Griefer Games. Fangen wir direkt auch mal bei meinem kleinen, aber bescheidenen Häuschen an. Wir sehen schon, das Ganze ist nämlich ein Texture Pack, was das Default Vanilla Pack eben erweitert um 3D-Modelle eben. Zum Beispiel sehen wir das hier an der Tür. Wir sehen schon, das Ganze ist 3D-modelliert, genau wie die Falltüren hier zum Beispiel auch. Dann haben wir zum Beispiel den Zaubertisch, wo die Ecken einfach nochmal herausstechen, genau wie bei den Fässen. Oder hier auch das Zuckerrohr. Das Bett finde ich zum Beispiel sehr gut gelungen. Hier haben wir einen Kürbis, die Werkbank, einen Schmelzofen, TNT, wo oben das Ganze modelliert worden ist. Oder hier die Strohballen, wo eben dieses Band, was das Ganze zusammenhängt, auch leicht vorsteht. Hier in den Ketten sehen wir das Ganze auch nochmal sehr gut. Bei den Bücherregalen haben wir das Ganze ebenso, bei den Öfen auch. Bei der Fichtentür sehen wir hier zum Beispiel hier dieser Griff, der steht hervor. Oder auch bei Glas zum Beispiel. Wo man das Ganze auch gut erkennen kann, ist die Leitern hier. Was aber auch ganz cool aussieht, sind die Tränke. Ihr seht schon, die sind hier vor allem sehr stark modelliert bzw. bearbeitet. Die wurden komplett überarbeitet und sind jetzt komplett 3D gerendert, sage ich mal. Beim Trinken sieht das natürlich ganz normal aus. Aber ich denke mal, ihr habt im Prinzip dieses Texture Packs verstanden und deshalb kommen wir auch direkt zum zweiten Texture Pack. Das nächste Texture Pack heißt Fancy Guy und das ist auch ganz nett. Es tut zwar nicht viel bearbeiten, sondern wie der Name nur sagt, die Guy zum Beispiel hier bei einer Werkbank, sehen wir schon, das Ganze ist in diesem Stil von dieser Werkbank. Das Ganze natürlich auch beim Ofen, da haben wir hier diese Texturen vom Ofen, beim Zaubertisch ebenso oder hier halt auch beim Schmelzofen bzw. bei allen Dingen, wo es ein GUI gibt. Das nächste Texture Pack nennt sich Fresh Animations und wir sehen schon, das Ganze tut jegliche Mobs animieren, zum Beispiel hier der Zombie, wenn der Schaden bekommt, sieht man das auch. Und hier die Spinne, die bewegt sich auch nun leicht animiert anders. Hier haben wir zum Beispiel ein Schaf, die Füße sehen wir schon, sieht anders aus und es hat eine leichte Animation zum Laufen eben. Das Ganze ist natürlich bei jedem Mob, zum Beispiel hier auch dem Esel oder auch den Hühnern hier. Hier hätten wir noch einen Creeper, der sehr schnell, wie es aussieht, auf uns zukommt. Aber dieses Texture Pack ist meiner Meinung nach auch Pflicht. Das ist so geil. Hat auch über 27 Millionen Downloads. Also das spricht schon für ein geiles Pack. Wir sehen auch hier die Nase sowohl als auch die Augen sind dazu auch noch animiert. Das letzte Texture Pack nennt sich Glass Bottom Boat. Und wenn wir uns jetzt hier mal, egal welches Boot, einfach mal ins Wasser setzen, sehen wir schon, da ist ein Glasboden drin. Und wenn wir mit diesem jetzt fahren, merken wir auch, das Ganze ist wirklich ein richtiger Glasboden. Wir sehen real-time, was unter uns gerade so abgeht. Wenn man also irgendwas im Wasser sucht, dann ist dieses Texture Pack auf jeden Fall ein Muss. Wenn man natürlich noch einen Shader wie ich drin hat, dann sieht das natürlich noch umso einiges besser aus. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welches von diesen Texture Packs ihr auf jeden Fall nach dem Video euch installieren werdet. Natürlich alle Links zu dem, was ich hier gezeigt habe, in der Videobeschreibung. Falls ich das Ganze auch nochmal für die 1.8 machen soll, dann schreibt ihr das gerne auch mal in die Kommentare und lasst dem Video gerne eine positive Bewertung da und vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Jeden Dienstag 17 Uhr gibt es hier ein neues Griefer Games Video und das dank neuem PC, wie ihr schon seht, in einer jetzt noch geileren Qualität. Ihr merkt, das Abo lohnt sich, deshalb wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns Dienstag wieder. Haut rein und ciao, Leute.